So, weiter geht's. Ab auf. Auf eine Abwertung, nichts passiert. Hier auch. Falls ihr euch wundert, warum ich die Aufstellung noch nicht geändert habe, das werde ich jetzt tun. Da ich auch keinen zweiten Stürmer mehr habe, wie ich sehe. Das Scheffler jetzt auch noch. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wann hat der sich denn verletzt? Ach da, Oberschenkelbruch. Ach nee. Das ist damit auch seine Karriere bei mir gewesen. Ach so eine Scheiße. Also jetzt haben wir... Wir fangen mit zwei 25 Wochen alten Verletzungen an. Langen, nicht alten, langen. So. Michael ist auch bei uns, sehr gut. Michael, du übernimmst das. Ach, das kickt gerade rein, ey. Ja, das heißt, ich brauche einen Stürmer. Auf geht's. Was können wir uns da holen? Wir haben 3 Millionen Transferbudget. Rachu zu Leihe, was hat der für ihn? 80. Was ist das Gnoto? Ich glaube, da werde ich versuchen, Rachu zu leihen. Für 2 Jahre. Oh, der frisst halt Gehalt, ne? Junge, Junge, Junge. Dann gebe ich einmal lieber bisschen was aus, weil ich werde sonst eh nichts holen. Dafür bezahle ich aber gefühlt sein scheiß Gehalt nicht. So, da ist er. Und ich hoffe, dass er sich bei uns integrieren wird. Das ist ein alles oder nichts Transfer direkt. Dolmetscher kriegt er direkt rein. Kommt natürlich direkt rein für Vlachodimos. Ah, Lacho. Und dann geht's auch schon in den Liga-Alltag. Dann geht's schon in den Liga-Alltag. Dritte Liga. Die besten sind angeblich wir. Höchsten Marktwert haben wir auch. Ihr wisst, was das heißt. Ohne Wenn und Aber, der Aufstieg. So.
Und da verletzt sich der Nächste bei uns. Es ist doch zum Kotzen. Nein, nein, nur ein Tag. Akoto ist noch nicht wieder richtig fit. Nehmen wir aber mit in den Kader. Und dann geht's los. Erstes Spiel gegen 1860 München. Werden ihn heute das Leben schwer machen. Und Araujo trifft direkt mit dem 1:0. Jules Kalle mit der Vorlage. Und Yannick Deichmann. Ja, und jetzt nehmen wir hinten. Natürlich nehmen wir jetzt hinten. Aslan kommt rein. Blachodimos. Und Enrique mit dem erneuten Treffer. Unentschieden zum Beginn gegen 1860. Enrique direkt doppelt getroffen. Sehr gut. Guter Einstand. Guter Einstand für Enrique. Nein. Einfach nur nein. So. Und jetzt kommt der Hallische FC. Kaufangebot für Kevin Ehlers. Muss ich mal verhandeln, weil das ist Geld für Dresden. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch Dynamo Dresden. Und 800.000 ist für diesen Verein viel Geld. Ich muss ja auch das Minus vom Araujo-Transfer ein bisschen wieder reinholen. So. Generell werde ich hier ein bisschen switchen. Das geht dann erstmal runter, damit wir hier einen möglichen Wechsel ein bisschen... Vorher sehen wir, meine Außenverteidiger haben natürlich ein bisschen Arschkarte, solange ich hier mit einer Dreierkette spiele. Das ist natürlich richtig. Ein paar Würfe bleiben. Und ich wollte mal die zweite gucken, wen haben wir denn da noch? Der Lehmann, der soll mal ein bisschen trainiert mit der ersten und der soll mal die Innenverteidigerposition lernen. So, das wäre mir ganz wichtig. Weil der könnte einer sein, den ich hochziehen will. Und dann geht's los gegen Halle. Kämpft um jeden Ball. Paul will verletzt. Akoto. I do.
Wir spielen jetzt voll auf Offensive. Und jetzt bekommt Araujo auch noch Rot. Interesting. Interesting, interesting, interesting. Nicht, dass das hier schon wieder in so eine komische Richtung geht.